Der Betrieb hat mehr als 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer. Es war Persönlichkeitswahl geplant. Jetzt taucht eine zweite Liste auf. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Fersli. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Das ist eigentlich doch ganz gut, dass das passiert ist. Denn vielleicht war man da im Betrieb auf einem arbeitsrechtlichen Woodway, also Holzweg. Denn ob Persönlichkeitswahl durchgeführt wird oder nicht, das liegt nicht so schlank im Ermessen der für die Wahl Verantwortlichen. Nein, das Gesetz macht da vielmehr ganz genaue Vorgaben. Und wenn ein Betrieb mehr als 100 wahlberechtigte Arbeitnehmer hat, dann sieht das Gesetz hier nicht die Persönlichkeitswahl, sondern vielmehr die Listenwahl vor. In solchen Betrieben kann es nur ganz ausnahmsweise also zu einer Persönlichkeitswahl kommen. Nämlich dann, wenn nach Ablauf der Einreichungsfrist für die Vorschlagslisten nur eine gültige Vorschlagsliste vorhanden ist. In allen anderen Fällen, in denen mehr gültige Vorschlagslisten fristgemäß eingereicht wurden, hat immer die Listenwahl stattzufinden, nie die Persönlichkeitswahl. Ja, und damit auch zu der Frage. Der Wahlverstand kann die Feststellung, ob eine Listen- oder Persönlichkeitswahl in einem Betrieb mit mehr als 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern stattzufinden hat, erst dann treffen, wenn die Frist für die Vorschlagslisten vorbei ist. Erst dann kann er also planen. Deswegen deutet die Eingangsfrage auch auf ein grundlegendes Missverständnis hin. Entweder gibt es innerhalb der Frist für die Vorschlagslisten eine oder aber mindestens zwei Vorschlagslisten und je nachdem ist danach eine Personen- oder aber Listenwahl zu planen. Den Fall also, dass man erst eine Persönlichkeitswahl plant und dann aber eine eben gültige zweite Liste auftauchen kann, den gibt es nicht, wenn man als Wahlvorstand richtig vorgegangen ist. Alles andere ist Woodway, wie gesagt. Mein Name ist Dr. Matthias Fersli und wenn Sie diese Rechtsansicht teilen, dann teilen Sie doch auch dieses Video mit Ihren Kollegen. Danke sehr.